Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am zweiten Sonntag nach der Epiphanias. In der Epiphaniaszeit geht es um den Morgenstern, um Jesus als den Morgenstern. Neulich war ich in Neubach am frühen Vormittag zum Termin und da habe ich die Kirche in der Morgensonne gesehen. Und dann dachte ich, ja, es hat etwas von dem Lied, was wir gleich hören werden, die Morgensonne, die in einer unerschaffenen Klarheit aufgeht. Das ist für uns Jesus. Und wir freuen uns, dass Sie auch zu Hause diesen Gottesdienst mitverfolgen. Herzlich willkommen. Das können Sie ja dann immer auch und alle anderen Gemeindemitglieder auf der Homepage noch nachhören. Und nun hören wir das erste Lied, Du Licht vom Licht, Morgenstern Nummer 74, die Strophen 1 bis 4. Wir bitten Gott um Vergebung. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe unsere Sünde
und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gottes Zusage gilt uns, denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Psalm 86, Vers 5. Darauf vertrauen und hoffen wir. Amen. Als Christen und Christen sind wir eingebettet in die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Die Psalmen erzählen von diesen Erfahrungen. Wir beten im Wechsel den Psalm 46 im Gesangbuch, die Nummer 757. Bitte Sie, die eingebetteten Verse zu sprechen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Uns nicht, wenn gleich die Welt untergeht und die Berge mitten ins Meer sinken. Wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes rein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiligen müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn ihr sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Wir bitten dich, still unseren Hunger,
unsere Sehnsucht nach Leben, nach Gerechtigkeit. Sei du uns Weg, Wahrheit und Leben. Lass uns in dir sein und bleiben. Amen. Die Lesung ist aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose. Mose sprach zu dem Herrn: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Wir antworten auf das Wort der Heiligen Schrift mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, jetzt ist zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir setzen uns und hören ein Lied aus dem neuen Gesangbuch, Komm und atmet auf. Sie werden wahrscheinlich den Text nicht kennen, deswegen möchte ich Ihnen die erste Strophe sprechen. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wissen Sie noch, wann Sie die größte Vorfreude hatten? Vielleicht, als ein großes Fest in der Familie anstand und sich freuten, alle wieder zu sehen. Und Sie sich freuten, alle wieder zu sehen. Oder als Sie während der Theoriestunden in der Fahrschule sich schon freuten, endlich den Führerschein in den Händen zu halten. Oder als Sie sich als Kind einfach auf die Bescherung an Weihnachten freuten. Oder die Vorfreude auf den großen Sommerurlaub. Vorfreude ist, wenn ich mich im Voraus auf ein Ereignis schon freuen kann. Gerade jetzt merken wir, wie es zentral ist in unserer Gemeinde, endlich wieder an einem Tisch sitzen, ohne irgendwelche Regeln. Ein Spiel mit Kindern machen, wo sie sich richtig austoben können. In der Familie einfach mal wieder mit mehr Leuten zusammenkommen und sich unterhalten. Vorfreude, ich finde, das macht dankbar, wenn ich mich daran erinnere, wo ich früher überall schon Vorfreude empfinden durfte. Und es macht erwartungsvoll, wenn wir uns darauf freuen, was wieder möglich sein kann. Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist auch etwas, der etwas von der Vorfreude, ja, von einem Vorgeschmack auf Gottes Reich erzählt. 2 Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort. Und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer ihr euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das Fest ist ein Vorgeschmack, eine Vorfreude auf das, was Jesus tun kann. Eine Vorfreude auf Gottes Reich. Und dass es da eine viel größere Fülle gibt, können wir uns momentan gut vorstellen, wo wir nicht mehr diese Fülle von Leben hatten, die wir früher schon kannten. Ein Hinweis aber auf die Fülle immer von Gottes Reich gibt uns und geben uns die Geschichten aus der Bibel. Eine ist mir da aber von großer Bedeutung, diese wunderbare Brotvermehrung. Mit wie wenigen kamen die Menschen zusammen? 2 Brote, 5 Fische, 1000 Menschen. Aber vielleicht mit welchen Erwartungen umso mehr kamen sie. Sie hatten von Jesus gehört, was er schon gepredigt hatte, und dann geschah etwas. Vielleicht war es unspektakulär, weil die Menschen in Anführungsstrichen bloß anfingen zu teilen und nicht das Boot über den See Genezareth mit den vollen Körben von Brot und Fischen kam. Aber vielleicht war dieses Unspektakuläre das Besondere, weil sie etwas Gewöhnliches wieder neu lernten, teilen, Freude verschenken.
Und vielleicht macht Menschsein nicht das Außergewöhnliche aus, sondern das Gewöhnliche, das Miteinander einen Weg gehen, teilen. Essen und Trinken können wir momentan in der Gemeinde zusammen nicht so gut. Aber wir können auch immer mit Abstand Geschichten, Erlebnisse, Erfolge und Niederlagen, Geglücktes und Missglücktes, Gaben und Schwächen teilen. Und da merke ich, Fülle kann und ist auch schon in der Pfarrei Urmbach-Steinach in der Gemeinschaft geschehen. Das Leben in Fülle, wer möchte es nicht? Es kann auch eine Gefahr sein, wenn man auf einmal sich immer mehr ekstatischen Rausch, mehr Alkohol hingeben möchte. Oft ist es ein Fliehen dahinter von Sorgen, von Wut oder Trauer, von Brüchen des eigenen Lebens. Die Fülle des Augenblicks kann es schon geben, aber wohl nicht ohne Akzeptanz der eigenen Mängel und der eigenen Lebensgeschichte. Und deswegen bitten wir in einem Bibelwort, oder so heißt es auch, bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens. Wohl wissend, dass wir uns zu Gott hinwenden müssen und um seine Gnade und Barmherzigkeit bitten müssen, mit dem Versprechen, dass er uns immer wieder die Fülle des Lebens schenken möge. Ja, dass er uns die wesentlichen Dinge gibt. Bei der Brotvermehrung geschah es auch nicht einfach so, sondern die Menschen haben erst auf Jesus gehört, haben nachgedacht und dann ist da offenbar ein Teilen entstanden. Bei mir kommt da der Wunsch auf, wenn das doch nur einmal genügen würde. Wenn ich einmal die Worte Jesu verstanden hätte, dann würde mein Tun irgendwie passen. Nein, es ist nicht so. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Umsonst ist auch nicht jeden Sonntag Gottesdienst, weil es eben sehr richtig mit Martin Luther heißt, es gibt kein Christsein, sondern immer nur ein Christwerden. Es gibt kein Frommsein, sondern immer nur ein Frommwerden. Es ist immer wieder bei uns die Bitte, dass wir zu Jesus hinkommen und sagen, Jesus, in mir ist manches nicht heil. Schenke du mir die Fülle. In mir ist manches an Mangel. Schenke du mir die Worte aus deiner lebendigen Quelle. Und es ist auch eine Geschichte, die mir an dieser Stelle wieder einfällt. Ich hatte sie schon mal in der Predigt verwendet und dachte vielleicht insgeheim, von dieser Geschichte habe ich genügend gelernt und verwende sie nicht mehr. Doch sie fällt mir wieder ein, weil sie diese ständige Bewegung und Bitte zu Gott hin so eindrücklich erzählt. Ein junger Mann wollte von einem weisen Menschen wissen, lehre mich zu beten, das, was dabei rauskommt, dass ich von der Fülle des Lebens etwas spüre. Da sagte der Weise, siehst du den schmutzigen Drahtkorb, geh hin und schöpfe mit Wasser. Der junge Mann nahm den Drahtkorb, erschöpfte es mit Wasser. Sie werden vielleicht schon denken, was für eine unsinnige Arbeit. Ein Drahtkorb mit so großen Lücken, da fließt doch das Wasser so schnell wieder raus. Er machte es mehrere Male und dann sagte er auch zu dem weisen Mann, Mensch, das ist doch eine total unsinnige Arbeit. Ja, aber siehst du, sagt er, der Drahtkorb ist doch sauber. So ist es auch mit der Bitte zu Gott hin. Greifbar ist es nicht. Und doch geschieht etwas immer in dieser Bewegung in uns und unter uns. So ist unser Bitten nicht vergeblich. Ein Augenblick der Vorfreude. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir hören ein Musikstück. Thank you.
Stelle die Abkündigung für die Kirchengemeinde Steinach. Klingelbeutel im letzten Gottesdienst erbrachten 39 Euro, Kollekte 11 Euro und als Spende für Brot für die Welt wurden 10 Euro gegeben. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist für die Telefonseelsorge bestimmt. Der Mitarbeiter der Telefonseelsorge steht Tag und Nacht bereit, um Anruferinnen und Anrufer zu sprechen. In der Fortbildung sollen Fortbildungen und Mitarbeitergewinnung dafür das Geld verwendet werden. Helfen Sie mit, dass die Qualität der Telefonseelsorge erhalten bleibt. Herzliche Einladung nach aktuellem Stand zu den nächsten Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 8.45 Uhr in Mölbach und um 10 Uhr in Ohrenbach. Die nächste Gottesdienst in Steinach ist in 2 Wochen am 31. Januar um 10 Uhr. Und da ist um 48 Gottesdienst in Habelsee. Und der Wochenspruch steht im Johannesevangelium Kapitel 1. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Wir beten. Lieber Gott, wir bitten dich für alle Schüler und Azubis, die wieder unter ungewöhnlichen Bedingungen lernen müssen. Gib ihnen Kraft und Ausdauer für dieses Lernen. Lieber Gott, wir bitten dich für die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern. Gib ihnen den wichtigen Durchblick, was jetzt ansteht, und Stärke für ihre Aufgaben. Lieber Gott, wir bitten dich für alle Mitarbeiter in den Krankenhäusern und Impfzentren. Behüte sie, gib ihnen Kraft für ihre Aufgaben, Hilfe zu allem Heilenden und Guten. Lieber Gott, wir bitten dich für die Kranken, sei ihnen nahe, tröste sie, schenke Linderung und Heilung ihrer Schmerzen. Lieber Gott, wir bitten dich für die Mitarbeiter in den Kirchengemeinden. Zeige ihnen, was sie jetzt tun können. Lieber Gott, wir bitten dich auch für uns. Du kennst uns. Du weißt, was wir jetzt brauchen. Mit den Worten Jesu beten wir. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir setzen uns und hören das Lied Jesus ist kommen und Grund ewiger Freude. Im Gesangbuch Nummer 66, Strophe 1. Thank you.
den Segen mitgegeben. So hat es die letzte Strophe von diesem Lied gesagt. Und unter dem Segen Gottes gehen wir in den Sonntag und in die Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.